Hallo und willkommen hier bei der Akustikgitarre. Schön, dass ihr da seid. In diesem Video geht es um unsere Vintage-Gitarre zur Ausgabe 2021. Die bekamen wir zur Verfügung gestellt von dem holländischen Musikalienhändler The Fellowship of Acoustics. Wenn euch dieser tolle Laden interessiert, besucht ihn mal online. tfoa.eu. Und was haben die uns geschickt? Eine Martin 0018 aus dem Jahr 1941, also eine mittelgroße Steelstring-Gitarre, 80 Jahre alt, mit den typischen Specs dieser Zeit. Die schauen wir uns mal genauer an. Wir haben eine massive Sitka-Fichtendecke. Boden und Zargen besteht aus Mahagoni. Der Hals ist ebenfalls aus Mahagoni. Steg, Griffbrett aus Palisander. Das sind die wesentlichen Holzarten. Und die Gitarre wurde viel gespielt, das merkt man, wenn man sich mal das Ganze genauer anguckt. Ihr könnt das im Videoausschnitt jetzt hier nicht sehen, aber ihr könnt mir glauben, im Bereich der ersten drei Bünde sind hier richtig tiefe Druckstellen ins Griffbrett gespielt, interessanterweise. Und korrespondierend dazu ist genau an der Stelle, wo der Daumen und der Handballen so liegen bei Akkorden wie C, G, A-Moll, E-Moll, ist der Lack fast komplett runtergespielt. Das heißt, diese Gitarre hat größere Teile ihres Lebens mit den einfachen Cowboy-Chords in der ersten Lage verbracht, was absolut nichts Schlechtes sein muss. Ich würde mal sagen, im Lauf dieser Jahre sind alle üblen Frequenzen, die vielleicht mal anwesend waren, aus der Gitarre rausgespielt worden. Und werde ja gleich hören, wie das Instrument klingt. Und übrig geblieben ist nur noch ein schöner, warmer Vintage-Steelstring-Sound. Was man noch wissen muss für die Einordnung von Klang und Bespielbarkeit. Ihr seht, es ist eine 14-Fret-Hals-Korpus-Verbindung, also im Grunde die moderne, heute noch gültige Bauweise. Allerdings hat die Gitarre eine verkürzte 63er-Mensur. Diese Kombi gibt es jetzt nicht so häufig und sie trägt auf jeden Fall zum Spielgefühl bei, auch wegen der Saitenspannung und der ganzen Mechanik dieser Gitarre. Die Halsrückseite hat ein Soft-V-Shape, das heißt, sie ist gut abgerundet, hat aber noch ganz leicht spürbar so eine bisschen dreieckige Shape. Und das macht sich eigentlich wirklich ganz gut bemerkbar. Man hat eine schöne Auflagefläche für den Daumen und auch wenn man komplett um den Hals rumfasst, passt das richtig gut. Die Gitarre ist nicht nur viel gespielt worden, sondern es ist auch immer mal was dran gekommen. Das wurde aber ganz sorgfältig und ordentlich gemacht, sodass sie jetzt auch wirklich in gutem Zustand ist. Und wenn es um Spielbarkeit geht, kann man auch überhaupt nicht meckern. Die Bünde sind neu gemacht. Irgendwann wurde mal hier der Palisandersteg komplett ersetzt. Und natürlich sind auch Stegeinlage und Sattel auf aktuellem Stand. Ja, und jetzt seid ihr sicher neugierig, wie dieses schöne alte Schätzchen klingen wird. Ich spiele jetzt mal ein bisschen Musik in verschiedenen Stilrichtungen und Spieltechniken für euch. Viel Spaß dabei. Thank you.
Musik.